Ich fand, das klang ganz toll. Ich fand, das war eine super Synchronisation und das ist uns auch schon immer aufgefallen in Russland, dass die Russen super gutes Synchron machen und wir lieben also unsere Filme auf Russisch und auch auf Ukrainisch. Das war, die Stimmen waren super. Meine war vielleicht ein bisschen zu dunkel, der mich gesprochen hat, aber er hat es super gemacht und Emma war super und also es hat richtig Spaß gemacht, im Kino zu sitzen. Und das sich anzuhören. Das ist echt eine hohe Qualität. Also, Till kann immer gut unsere deutschen Synchronleute nachmachen. Das ist immer so gekünstelt und viel zu übertrieben. Und das war einfach wirklich. Es hat richtig Spaß gemacht. Weil die so ganz natürlich das sprechen. Und in Deutschland gibt es eben diese Sprache. Und wenn ich einen amerikanischen Film sehe, dann sprechen plötzlich alle so. Also, wenn ihr Deutsch lernen wollt in der Ukraine, bitte guckt euch keine amerikanischen Filme deutsch synchronisiert an. Weil so redet keiner in Deutschland. Knocking on Heaven's So. Door, barfuß, keine Hasen, Feuerküken, Kokowé. Die Filme sind wirklich extrem dafür geeignet, weil sie auf einem ganz hohen Niveau, also humorigen Niveau sind und auch wirklich so ein Zeitgeist, eine moderne Sprache. Und sie sind eben so inszeniert. Viele Leute bestätigen uns, wenn sie sagen, sie schauen die Filme, haben dieses Gefühl, sie stehen daneben und hören jemanden zu, weil das einfach so authentisch ist. Und das liegt auch an der Sprache. Das ist wirklich gelebter Zeitgeist. Also es ist wirklich, die Filme sind extrem geeignet dafür. Ja, die Möglichkeit besteht. Wir haben ja gestern schon kurz darüber gesprochen, dass wir das organisieren können und vielleicht kann man das jetzt mit diesen modernen DDCPs, wenn es wirklich darum geht, auch dass die Leute Deutsch lernen wollen, dass wir sozusagen Deutsch mit deutschen Untertiteln anbieten, weil das wäre wahrscheinlich am besten, um Deutsch zu lernen, weil man hat dann eben sozusagen das Visuelle nochmal verstärkt zu dem Akustischen. Nee, das ist noch zu früh. Die starten erst im Herbst, also am 26. September in Deutschland, dieser Animationsfilm. Und das wird noch ein halbes Jahr dauern, bis der dann in die Ukraine und in die Sowjetunion kommt. Die Sowjetunion und Russland. Ja, also der Trickfilm ist, in dem Keino Hasen 1 bastel ich ja einen Hasen in der Bastelstunde im Kindergarten ohne Ohren. Und im zweiten Teil in Zweierküken bastel ich halt einen Küken mit Ohren. Ne? Und vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, aus diesen zwei Figuren ein Kinderbuch zu machen. Und es gibt jetzt zwei Bänder von dem Kinderbuch und die waren extrem erfolgreich und sind ganz süß. Die sind auch gut zum Deutsch lernen. Und dann war eben die Idee, daraus einen 3D-Trickfilm zu machen, basierend auf den zwei Kinderbüchern von diesen zwei Figuren. Und die Message von diesem Film ist halt so, auch wenn du ein Außenseiter bist und nicht so bist wie die anderen, dann kannst du trotzdem toll durchs Leben kommen, solange du einen besten Freund hast. So. Und es ist wahnsinnig entzückend und süß und ich glaube, es wird auch sehr erfolgreich. War eine lange Arbeit. Es hat insgesamt 4 Jahre gedauert, der Film. Also vor 4 Jahren haben wir damit begonnen. Das Längste ist dann immer, die Figuren zu entwickeln, dass sie dann auch wirklich so 3D funktionieren. Und ja, wir sind sehr gespannt. Also jetzt zum Weltkindertag ist die Premiere am 22. September in Deutschland. Ein befreundeter Schauspieler hat uns vorgestellt, 1995, André Hennigke. Er hatte mit Till gedreht und ich hatte mit ihm so eine kleine Wurzelfirma und
Und Till wollte selber produzieren. Und dann haben wir uns getroffen am Rosenthaler Platz in Berlin mit meinem Sohn. Und wir waren damals 2 Monate. Und so haben wir uns kennengelernt. Also empfehlen tue ich, zum Deutschlernen eignen sich unsere Filme hervorragend. Also auf keinen Fall amerikanische synchronisierte Filme, auf Deutsch synchronisiert, no. Ja, und dass sie weiter fleißig Deutsch üben. Und Deutsch ist eine sauschwere Sprache. Das fällt einem dann immer erst auf, wenn man das jemand anders erklären soll. Für uns ist es ja nicht schwer, weil wir sind ja als Kinder, haben wir das gelernt, dann denkt man nicht drüber nach. Aber wenn man dann, sage ich mal, einem Ausländer erklären soll, warum die Straße weiblich ist und der Baum männlich und das Haus neutral und wo es dann eine Regel gibt und du sagst, da gibt es keine Regel. Und dann merkt man echt, wie einfach dagegen zum Beispiel Englisch ist oder Spanisch, dann ist es schon schwer. Also ich wünsche allen Deutschen in der Ukraine, dass sie den Kopf nicht hängen lassen und weiter gegen diese sauschwere Sprache bestehen. Es lohnt sich auf jeden Fall.